Ich hab Angst! Da sind wir wieder. Lass mich! Nein, 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 Let's Play von Magica 2. Ach, es ist sehr witzig. Ha, du kannst mir gar nichts. Nein, nein, ich hab trotzdem Angst vor dir. Dieser Stein macht einfach mal so gar keinen Schaden, wenn man ihn nur so leicht losrollt. Hier 5 Steine und dann bam. Ich hab Angst. Macht der wenigstens Schade, wenn ich ganz nah dran bin? Nein, ich hab Angst. Ja. Aber nicht viel. So, ja, wir sind wieder da. Let's Play, Magica und so weiter, ne? Kennt man ja. Wow, ich hab. Hä? Oh, ich hab noch Schwert gemacht. Ich. Da kommen hier so noch komische Dinger. Ich bin nass. Was hättest du gemacht, du Brat? Geh weg! Das ist leichter gesagt als getan, verdammt. Ich habe sogar geschafft, trotz Leben in meinem Zauber, sie mehr zu schämen als zu heilen. Gesundheit! Jetzt war ich nicht schnell genug beim Mute. Ich muss mal kurz. Wir müssen uns übrigens den Mute-Knopf im Skype genauso stellen wie im OBS. Ansonsten hört man es in der Aufnahme des anderen immer noch. Was? Das Husten zum Beispiel. Oder Niesen oder so. Ach so, ja. Ich kann aber gerade mein Mikrofon nicht so schnell muten, wie ich niese. Ist da irgendwas? Naja, das musst du auf dieselbe Tastenkombination einfach legen. Ich weiß halt nicht, wo wir jetzt lang müssen. Müssen wir da lang oder müssen wir da lang? Oh, kämpft ruhig alle mit den Goblins. Ist in Ordnung. Es ist viel zu schnell. Du komm, schaffst es einfach nicht. Kannst du mich mal wiederbeleben? Ja. Genau, kannst du mich bitte nicht töten? Okay. Ich bin Sieger. Wacke? Wacke? Ich glaube, es ist diesmal in dem Spiel nicht so einfach, unter Wasser zu gehen. Du kannst auch die Brücke nehmen, nur so als Tipp. Ne, ich wollte gucken, ob noch was ist. Ich glaube, ich bin schon wieder nass, kann das sein? Das ist schlimm. Ich glaube, bei so einem tiefen Wasser sollten wir das vielleicht gar nicht so doll versuchen. Klänge des Ozeans, TM1. Sehr schön. Ich steck fest. Übrigens, ich steck fest. Du nass. Ach, danke. Du mach nass. Irgendwie, ja. Ich hab euch doch gesehen. Oh nein! Sven? Ja? Du tot, ich leben? Oh ja, Moment. Ich tot, ja? Es war zu spät, wir waren zu nah dran. Natürlich, komm, immer mehr. Können wir die Stimme bitte umstellen? Das ist ja nervig. Und warum rutsche ich denn ständig so? Ich aber auch. Nicht doch! Die explodieren doch! Also diese Rutschmechanik finde ich gar nicht mal so cool. Ach so, nee, die rutschen nicht. Die laufen nur, weil die immer zu ihrem Zielpunkt hinlaufen. Ah, das heißt, wir brauchen gar nicht gedrückt halten und wir können halt währenddessen uns auch bewegen. Genau. Ah, das heißt, wir müssen einfach anders spielen als beim ersten Teil. Oh, warte mal, da ist doch was. Ich tot, du leben. Einfach mal über die Brücke. Knapp daneben ist auch vorbei. Komm mal her. Ich wollte den Busch anzünden. Knapp über die Brücke, einfach leben. Ich tot. Hast du Leben? Okay, ja. Los. Meinst du, wir haben was getroffen? Ich weiß es nicht, aber hier ist so ein Schatten, der sich bewegt. Achso, das bist Vogel du. Nein, das ist der Vogel da oben. Ja, meine ich ja. Okay, den können wir anscheinend nicht so leicht töten. Doch, vielleicht mit einem. Hatte ich auch gerade überlegt. Nee, das ist nicht mehr so. Ha, da, tot und leben. Ich da, weiter rüber. Du Wasser. Ich leben. Du leben, ich leben. So, jetzt ich tot. Ich leben.
92. Oh, weiter. Ich leben, du tot. Schnell tot. Schnell tot. Ja. Wir kommen nicht mehr runter. Leben noch, kannst du mich schnell wiederbeleben? Genau. So, du tot, ich leben oder wie? Ich leben. Auf die Messe, auf die Menge. Komm, los. Schieß rein, schieß rein, schieß rein. Ja. Du hast mich getroffen. Doch. Was Schaden gemacht. Was, sie behalten ihre Schilder? Ja. Was soll ich denn Schildtyp machen? Sowas. Ah, verdammt, mein Handy im Hintergrund. Ignorier es? Ja, mach ich auch. Bist du wieder tot? Ja, jetzt nicht mehr. Auch gleich tot, du musst mich gleich wieder beleben. Kannst du schon mal reinlegen. Wie reinbelegen? Was? Ich finde es ganz schlimm, dass man mit Steuerung und Rechtsklick jetzt kämpft. Naja. Na, wir hatten es ja damals umgelegt. Kannst du mich mal wiederbeleben? Ja. Bitteschön. Werlo. Idiot, ich stehe im Wasser. Könntest du bitte nicht sterben? Danke. Ja, könnte ich. Oh, dieses Spiel. So wenig Platz, dann müssen wir noch kämpfen. Ich will nicht sagen, dass es... Nass? Jetzt nicht mehr. Ich hatte dich schon getrocknet. Ich will nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Das Spiel ist echt genial. Aber es macht mich echt fertig. Stimmt, wir können ja jetzt... Aber hier gibt's nichts mehr, oder? Doch. Das ist verfickter Hai! Warum hüpfe ich hier rum? Einfach die Landbrücke lang. Das war klug. Ach so, wir brauchten hier kein Eis, deswegen. Brückenstecher. Hast du die gekriegt oder hab ich? Ja. Beste Freunde für immer, nicht wahr? Fast. Mittlerer, geringer physischer Schaden, geringer Kälteschaden. Oh, Kälte. Du weißt, wie sehr ich Kälte besser liebe. Wenn ich jetzt so mache, dann so mache und dann so. Ah, guck mal. So einfach geht das. Oh, ich habe mich gerade selber da irgendwie rausgehauen. Achtung. Sorry. Huch, da hat man... Also, ich glaube es... Ich muss das jetzt hier nochmal probieren jetzt, oder? Warte mal kurz. Lauf, alles! Oh Gott, oh Gott! Oh. Da hat jemand den Weg zu Ende gehabt. Der hat nicht lange genug gemappt. Ist der bei dir hier auch auf der Stelle? Ja. Warte mal, geh mal, komm mal bitte nach hier. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Tod und Leben. Ich leben, du tot. Ich bin schon wieder nass. Was sagst du dazu? Du stehst zu nah am Wasser. Du bist zu nah am Wasser geworden. Also, wir sollten öfter übrigens Koop-Spiele blind spielen. Du leben, ich tot? Ich leben. Tot. Tot. Okay, das war nix. Da ist ein Feuerlöscher! Feuer! Das ist kein Feuerlöscher! Verdammt! Belebt mich! Schnell! Ich hab doch! Okay, da kommt unser Freund und Helfer. Da bin ich im Wasser gelandet. Belebt mich! Dabei. Sehr schön.
Hör auf, mit Pfeilen zu schießen. Fick dich, du und dein Feuer. Ich hab Feuerschutz. Hast du das Messer genommen? Ich hab kein Messer genommen. Hat der mich mit meinem anderen Messer wiederbelebt und mich dann ins Wasser geschmissen? Wie dämlich ist das denn? Ich glaube, ich bräuchte mal ein bisschen. Ich bin tot. Da bist du wieder. Er schält es gleich weg. Ich bin auch tot. Mal wieder. Ah! Ich drück dauernd den Linksklick, obwohl es der Rechtsklick ist. Warum gibt's meine Space Marine Robe nicht mehr? Die war viel geiler, ne? Ja. Über. Scheiß auf den. Geht übrigens auch andersrum. Ja, das weiß ich. Das hat er bei mir erst schon mal angezeigt. Aber. Hol du blöder Typ. Alter, was war das denn? Der kam gerade wieder und immer wenn er wiederkommt, lacht er so komisch. Das hab ich gerade erst mal gehört. Ah. Was ist das denn für Lache? Dieses Spiel. Das macht mich so fertig. Ja, das kann ich. Der Typ ist geil. Ich glaube, den sollten wir in die Thumbnails einbauen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwo herbekommen noch. Wir können anscheinend das Feuer nicht weiter löschen. Ah. Waldaxt. Wie die Axt im Walde. Warte mal, man könnte mal versuchen, einfach das und das. Ich finde, was ich schlechter gemacht finde, ist, man sieht nicht mehr so gut. Kann ich mal aufladen. Genau, ah, doch, jetzt dreht sie es schneller, aber ich weiß nicht, geht es dann noch weiter und noch weiter oder wie? Okay, wir können also keine Wasserbomben hier. Nee, es sollte einfach nur, glaube ich, nur für die Axt sein, doch. Okay. So, warte, ich hab voll den Plan jetzt. Ich gebe mehrfach Kälte, mach da einen Linksklick dahin und mach halt den Restklick gedrückt. Dort hätten wir übrigens auch einfach. Das war voll der Plan. Können. Das ging im ersten nicht, oder? Was? Laufen und zaubern? Nee, irgendwo hinzuklicken und dann dorthin zu laufen sozusagen. Achso, nee, ich glaube nicht, da hast du, glaube ich, nur mit gedrückt gehalten, gemacht, gedingst. Wagnerfoss. Moment. Das ist einfach. Krieg ändert sich nie, außer wenn er sich ändert. Das hat einen Fortschritt gegeben, davon gibt es 4 Typen. Das sind wahrscheinlich die 4 aus dem ersten Teil. Warte mal. Ah! Okay, das ging nicht so effektiv. Ja, danke. Komm jetzt Donner rein. Jetzt hätte ich beinahe dich noch mitgetötet. Ja, irgendwie schon. Aber mein Schaden lässt doch. Mein Leben lässt stark zu wünschen übrig und ich möchte meine Gyrojet-Pistole wieder haben. Kommst du mit rüber? Da gibt's nichts.
Satz. Ich hab nicht rechtzeitig geklickt. Satz mit X. Das Schöne ist, die Shortcut-Taste kannst du wirklich für im Kampf benutzen. Leider kannst du die normalen sonst nicht. Oh, das ist neue Musik. Musik. Alles klar. Klingt es so. Was ist U-Boot? Ich glaube, das ist sogar aus dem Film Das Boot, wenn ich mich nicht irre. Gucken wir mal, wie weit die Kamera noch mitgeht. Geht noch ein Stück, komm mit. Wir werden wahrscheinlich gleich beide drauf gehen. Komm, wir sollten wieder zurückgehen. Achso, du machst. Das reicht, wenn einer macht. Also insofern der andere natürlich auf dem Stück Weg bleibt. Das Eis sieht auch viel cooler aus irgendwie als im ersten Teil. Ach. Oje, ich bin nass. Okay. Sehr schön. Da ist ein Typ. Den wir noch nicht gesehen haben. Ich leben. Ich tot. Dazwischen. Peng! Gleich noch innen in die Richtung. Du leben, ich tot. Peng! Vielleicht gab's da noch jemanden. Nee, wahrscheinlich nicht. Nö. Wow, dieser Abend. Was ist mit dem Baum passiert? Ich wollte auch gerade sagen. Ich tot, du leben! Au! Was ist hier los? Diese Krabbenviecher sind total nervig. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Warum sind die eingefroren? Ich habe keine Ahnung. So. Geh doch mal weg, Marfi. Ach, warum? Ah, deswegen. Mach den Eisschild und belebt mich wieder. Ah, diese Steuerung. Komm schon. Achso, du lebst ja noch. Das sieht deswegen wie Rutschen aus, weil er sich umdreht. Und dann rückwärts läuft. Was ist denn in dem normalen Fass drin? Willst du das wissen? Oh. Nee, kann man nicht anzünden. Schade. Aber wahrscheinlich gehen die bei Feuer. Doch, man kann es anzünden. Das macht auch ordentlich Schaden. Macht mich doch mal nass, danke. Ja, die explodieren, das wissen wir aber schon. Irgendwas hat es auch mit den Bienendingern auf sich. Leben. Na, aber bestimmt. Ich weiß noch nicht, wie wir da rankommen sollen. Ich frag den mal, vielleicht weiß der was. Die Sachen blicke ich einfach auf den Ozean. Und versuche, seine riesige Weisheit in mich aufzunehmen. Ihr nicht auch? Versucht es doch mal. Hört zu, und wenn ihr euch auf die Geräusche konzentriert, erfahrt ihr alle Geheimnisse des Lebens. Wusch, zisch, kaff, kaff. Das ist nicht nur in meinem Kopf. Ich glaube, ich habe dich nass gemacht. Nee, ich war schon vorher nass. Ich heile ihn mal. Was hast du dagegen zu sagen? Tod, Leben. Leben. Halt nicht sein Leben, ne? So, aber wollen wir uns das Dorf nochmal angucken jetzt in der Folge? Wir können uns hier. Ja, Komm, wir gehen nochmal ins Dorf rein. Wir gehen heute mal ins Dorf. Frag nochmal die gute Frau, was sie will. Hi.
Bifon. Hart von der Schule. Er war der einzige Schwimmlehrer im Dorf. Fail. Der verderbliche, der verblichene Halt war, der eines natürlichen Todes starb. Hat er einen Pfeil im Bauch? Und im Arm? Können wir das bitte nochmal rekapitulieren? Mit dem natürlichen Tod? Wieso hab ich ein Feuer noch in meiner Inventarliste? So. Wieso bin ich nass? Achso, deswegen hatte ich Feuer in meiner Inventarliste. Hi, wer bist du denn? Hey, da drüben ist wieder ein Star. Der Major war hier um den Platz. Ich höre immer wieder, dass im Ozean genügend Energie steckt, alle Energieprobleme zu lösen, aber ich glaube, ein paar Kohlenhydrate sollte man auch so zu sich nehmen. Ja. Tage seit der letzten Aufspießung 355. Oh, ich mag Aufspießungen. Ich finde, das ist aber ein super Schlusswort. Oh, warte, ich will die aufspießen. So, mit dieser Aufspießung, die eigentlich jetzt nur einen Tag her ist, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Magica wieder. Ja, das tun wir. Bis dahin und tschüss. Ciao.